einer Baustelle. Und Basti, für dich, wenn du das hier irgendwo mal guckst, guck mal, was da ist. Kannst du hier schon gar nicht erkennen. Hier links. Bitte, danke. Cheesecake Factory. Ein Dreier? Ja. Was ist mit Shadow Parking? Ja, das ist schlecht, ne? Oder? Siehst du was? Shadow Parking oder Shadow ist schlecht. Hier ist ein Baum und da ist aber Behindertenparkplatz. Ich stelle ihn zu ziehen. Ja. $250 haben wir doch. Ein Schattenparkplatz. Stellen wir uns auch auf Behinderten. So, alle da. So, dann gucken wir mal, ob es hier auch was anderes gibt außer Kuchen, wa? Seite 8. Und dann Superfood beim Land Speziale. Ja. Wo gibt es denn normales? Hier. Die haben ja bestimmt normale Größe. Also aber, nee, ist auch eine Flatbread. Aber vielleicht ist sie dann größer, weil die ja kein Appetizer ist. So. So, hier das Foto. Hey, yo, wir sind wieder im Hotel. Und wir haben ja gerade in der Cheesecake Factory gegessen. Und haben uns auch was mitgebracht. Ich glaube, die haben irgendwie 1600 Kalorien, die beiden Sachen, die in der Tüte sind, pro Stück. Ich weiß auch nicht, welcher meiner ist davon. So. Ja, wir wissen gar nicht, welches welcher ist, ne? Doch, ich weiß das. Welcher ist das hier? Zeig mal. Das ist yours. Das ist, meiner, ja? Wie das? Ja. Und soll ich öffnen? Öffne mal. Ta-da-da-da. Die schmecken sowas von heftig. Mm. So. Hier ist auch kacke, ne? Die Sahne schon umgefallen. Das ist egal. Da ist Nutella oben drauf. Wir können ja aber heute nicht die ganze Kuchen essen. Heute. Wir müssen morgen erst essen. Sonst platzen wir heute. Meinst du? Ja, das ist Butter pur. Nein, das ist Cheesecake. Ja, das ist das heißt, es ist einfach nur Käse. Das ist nicht nur Käse. So, morgen geht's zur Kirche. Ach nee, heute, ne? Heute war Kirche. Auch nicht. Wednesday, Sunday, Worship. Ich hab einen Tropfen abgekriegt. Ja, der wollte ja auch. Hier Herbst oder was? Blätter fallen runter? Ja, es wird langsam hier auch Herbst. Es gibt doch keinen richtigen Bürgersteige hier. Weil hier geht doch keiner zu Fuß in dem Land. Zumindest nicht hier, weil es so warm ist. Ja, ich bereue es auch schon bald ein bisschen. Wir stehen jetzt in Naples am Strand. Da ist mit Klöppers. Da ist die Stefanie. Hier bin ich. Ich gehe jetzt ins Wasser.
Ja, das war dann der Sonnenuntergang 2019 im September in Naples. Zeitraffer. Gestern vom Jetski fahren habe ich auch ganz schön Muskelkater. Wir werden jetzt fahren Richtung Key Largo, wo wir wie jedes Jahr im Ocean Point Suites übernachten werden, nochmal für 2 Nächte und wollen dann morgen schnorcheln. Mal gucken, wie das wird. Da kommt der Mann, Hallo? Der gerade das Auto fertig macht. Ja, dann schauen wir mal, wie das so wird heute noch, ne? Bis dahin! Was mir hier gerade aufgefallen ist, ist der Unterschied vom Anfang der Regensaison bis zum Ende der Regensaison, also von Mai bis September, dass der Wasserstand hier wirklich einen Meter Unterschied hat. Das ist aber ein großer schon. Machen Sie es hier. Geht zu deiner Frau und siehst du diesen Alligator. Das ist hier alles voller Böse. Ja. Alles voller Böse. So, hier ist das. Ich weiß gar nicht, ob man das hier sieht durch die Kamera. Aber hier ist alles voller Fische, ne? Voller Fische und das fette Krokodil da hinten. Unter Wasser natürlich. Lange Fische hier. Dicke, fette Fische, Welse. Geradeaus. Ja. Sich vielleicht nicht. Wo ist denn der Große jetzt? Der ist da abgetaucht. Hier, eine kleine Schildkröte. Wo ist denn die? Da. Ach, da, ja, stimmt. Tja, der Große ist verschwunden. Ja, der geht jetzt auf den anderen dahin. Dahin. Nee, das ist der Kleine, ist auch ein Kleiner. Da ist der Stephanie. Ach hier, guck mal, ist auch so ein Kumpel noch. Kleiner. Ist hier so ganz easy oben schwimmen, ne? Ja. Das ist auch Flut, ne? Alle guten Dinge sind 3, wa? Suit Part 3. Ocean Point Suit Part 3. Da sind die Glöbbers. Der ist schon über den Zaun gehüpft, glaube ich. Der Lego. Da ist er, ja, stimmt. Guck. Aber gleich ist er weg. Sind alle mit dem Handy oder der Kamera hier ran drauf?
Ja, der hat Schiss vor euch. Ja, weiß gar nicht wohin. Jetzt ist er weg. Nee, warte mal, ich muss meine Mütze aufsetzen. Ich sehe aus wie, ne? Frische Met hier. Warte mal. So. Ocean Point in Key Largo. Waren wir schon ein paar Mal. Das dritte Mal jetzt. Ja, dritte Mal. Zimmer wieder ähnlich. Wir haben die Betten zusammengestellt. Das sind so zwei einzelne. Gibt's wieder vernünftiges Badezimmer mit Badewanne, Spiegel. Und Lüfter. Hier ist noch ein Zimmer. Hier Waschmaschine. Trockner. Übrigens noch 3 Minuten. Bitte? 3 Minuten noch. Da ist der Zugang zum Bad. Klima. Hier sitzen die Faulen und chillen rum. Wir chillen nicht, wir suchen Essen. Ihr sucht Essen. Okay. Jo, was gibt's hier noch? Auf jeden Fall ein Häcksler. Ja, Kühlschrank. Great place for families to come and enjoy the sun. Ja, voll lang. Draußen. Chiller. Hochleistungs. Ja. Also auf Platz 1. Okay, dann hauen wir uns gleich mal was in den Rachen. Ich werde aber richtig witzig, ne? Hier mit eigenem Flugplatz hier die Siedlung. Ja, völlig genial. Da sind fette Hangartore. Da hat er schon sein Flugzeug hinten unter dem Carport stehen sozusagen, unter seinem Holz. So, schnorcheln ist nicht, wegen zu viel Wind. Das ist alles abgesagt. Jetzt gucken wir nach was anderem Tollen. Momentan sind wir dabei, vielleicht irgendwo ein Boot zu leihen, aber da ist auch preislich noch nicht das Richtige dabei vielleicht und auch eventuell not available wegen dem Sturm. Wir gucken jetzt mal ein paar große Fische an. Also ich habe gesehen auf Videos, dass die auch echt hoch springen, ne? Sie hat den durchgerissen. Ja, die hat ihn durchgerissen, als sie zweimal was von hat. The Big Crab. Ja, willst du mir jetzt den Weg versperren hier oder was? Hau ab oder soll ich den Stein bewerfen? Ein komisches Viech. So, hocken sie rum, trauen sich nicht durchs Wasser. Anscheinend. Wo ist ein Kamm? Hier, alles voll. Und da, alles auf den hier rechts runter. Na, hier sind ja auch überall so Löcher, ne? Ja, das ist hier, genau. Insel. Jo, wir waren jetzt 1, 2, 3, 4, 5 Stunden hier bei Ernest Beach. Es ist aber auch nur hier so ein bisschen Zugang zum Wasser. So ein richtiges Beach ist das nicht. Das ist halt alles so. Was ist das? Das ist so Lehmzeug hier, ne? Du weißt eh nicht, was hier im Wasser drin ist. Du kannst da nicht wirklich
ganze Lehmzeug wird das Wasser total weiß. Und dann haben wir auch schon so ein paar Messer gefunden. Kleine Schrauben und Stangen und all so was Scheiß, keine Ahnung. Auf jeden Fall da hinten ist ein richtig fetter. Was ich auch mal den sieht, ne? Hier diese Echse da hinten. Da hinten ist eine richtig fette Echse. Wo? Die siehst du ganz schlecht, geradeaus. So eine braune. Oh. Siehst du die? Ja. Bewegt sich jetzt auch nicht gerade. So, moin moin. Ja, es ist Dienstag. Morgen reisen wir ab. 23.15 Uhr geht der Flieger. Wir fahren jetzt nach Miami. Haben dann noch eine Nacht gebucht und schauen mal, was uns da noch erwartet. Wir wollen noch mal einkaufen. Und vielleicht noch mal einen Strand, wenn das Wetter ein bisschen besser ist wie hier. Warm ist es, aber es ist halt ein bisschen bewölkt. Ne? Da oben. Rainy war es. Etwas. Ja, dann fahren wir jetzt mal los. Nach Miami. Yay! Schon länger so zu sein. Windig. Ich weiß gar nicht, ob man das überhaupt versteht. Wir haben jetzt da zwei Zimmer gebucht. Sea Club Resort. Ja, war bei Booking.com günstiger, aber auch nur 14 Euro haben wir trotzdem gemacht. Wir warten bis 15 Uhr, bis wir einchecken können. Und chillen hier noch ein bisschen rum. Genau, und das ist Fort Lauderdale Beach. Hier, voll die Wellen, wir dürfen auch nicht ins Wasser. Das ist rote Fahne raus und von da. Obwohl die da hinten trotzdem rein ist. Der Wecker ist schon halb weg. Ich bin nur noch 1,50. Ja. Bis nah, ne? Es ist immer noch windig. Da hinten ist das Meer. Irgendwo sind da auch Sebastian und Rebecca. Stephanie ist da vorne und ich sitze hier vorne. Auf der Mauer, auf der Lauer.
Jo, wir gehen jetzt ins Wasser. Das ist Stephanie, die hat keine Lust und der ist kalt oder so. Eine Rotlichtlampe. Eine Rotlichtlampe. Ich habe auch gar keine Ahnung, ob man uns erkennt hier. Das lässt nicht ausreichen. Naja, auf jeden Fall haben wir gegessen. Pizza. Mit ganz viel Knoblauch, aber zum Glück alle vier. Letzte Nacht. Morgen schlafen wir am Flugzeug. 23.15 Uhr fliegen wir los, wenn alles klappt. Ist auch schon wieder vorbei, ne? Ja, Urlaub 2019. Aha. Das war aber. Am Morgen gehen wir noch shoppen. Vielleicht. Weiß ich noch nicht. Also muss ich heute ganz nett zu dem Mann sein. Ja. Dann gehen wir noch mal shoppen. Einen wunderschönen Morgen. Wir sind wach, geduscht und schon fertig mit Packen. Also zumindest ich. Die Frau noch nicht. Ja, letzter Tag heute. Momentan noch in Fort Lauderdale. Da hinten ist irgendwo das Wasser. Ich weiß nicht, ob man das jetzt gesehen hat. Hier ist der Urwald. Gleich frühstücken. Und dann schauen wir mal, wie wir den Tag noch umkriegen. Weil um 23.15 Uhr geht erst der Flieger auf. Ja, ja. Wir stehen jetzt am Flughafen. Ich habe das noch gerade abgegeben, kein Sonderschirm. Und versuchen jetzt hier irgendwie dahin zu kommen, wo wir hin müssen. Und schauen mal dann weiter. So, nochmal wieder Blick zum Wetter. Zurück geht's vom Rental Car Center zu Terminal C vermutlich. Ab in den Zug. Mia Mover. Komme ich ja mit einem Arm, der richtig geil. Wo ist man? 747 bringen wir nach Hause. Genau. Koffer gehen schon rein. Was macht er jetzt?
Blödsinn! Das ist aber die falsche Adresse. Das ist Stephanie, die hat sich die Viererreihe geschnappt. Sebastian sitzt genau parallel da hinten auf meinem Sitz hier, dem Zweiersitz. Und der Becker sitzt hinter ihm, dem Zweiersitz. Genau. Ja, auf jeden Fall. Ja, guck mal, ein altes 747. Ein altes 747. Naja, da wird schon fliegen, das Ding. Alle da? Ja, alle da. Alle da. Fliege auch da? Fliege auch da. Mini Airbus. 319 Mini Airbus. Hallo? Die dicke, fette Daunenjacke. Das ist das Pilotenfensterchen da hinten. Das ist hier ein Ohrenpaus. Jo. So, wir sitzen jetzt im Flieger Richtung Hannover von London Heathrow. Dort ist London Heathrow. Hier bin ich. Na, London Heathrow? Hier bin ich.